Angesichts der großen globalen Herausforderungen, mit denen wir in den nächsten Jahrzehnten konfrontiert sein werden, ist es uns als Urbi-Fakultät ein Anliegen, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten. Das gelingt uns durch Interdisziplinarität, innovative Lösungsvorschläge, soziale Verantwortung und Mut für die Zukunft. Ist für alle Beteiligten, nämlich für die Universität als Gesamtes, aber vor allem auch für die Fakultät ein Erfolgsprojekt geworden, wenn man sich überlegt, wie besonders eigentlich schon vom Gründungsdekan und von der Dekanatsleitung das Ganze aufgesetzt wurde und wie das dann eigentlich weitergeführt wurde von der derzeitigen Dekanin und wie sich die einzelnen Disziplinen dann doch entwickelt haben. Man konnte auch gute Leute berufen. Man hat eigentlich die Freiräume geschaffen und hat in sehr vielen Bereichen auch wirklich Erfolge feiern können. Wir haben Fakultätstage eingerichtet, wir haben gemeinsame Veranstaltungen organisiert und wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezeigt, dass sie keinen Verlust in irgendeiner Hinsicht erleiden, sondern dass dieser Zusammenschluss auch nicht nur organisatorisch, sondern auch inhaltlich, wissenschaftlich eine Bereicherung ist und war. Über Grenzen zu denken, die Engstirnigkeit wegzulassen, zu schauen, was beeinflusst eigentlich eine Entscheidung in vielen Bereichen, dass man Probleme nicht einseitig, isoliert betrachten soll, sondern einfach wirklich alle Punkte, die eine Thematik beeinflussen oder mitentscheiden können, einmal auf den Tisch bringt, diese analysiert und danach eigentlich eine Entscheidung trifft. Das war das größte Plus, was ich aus dem Studium mitgenommen habe. Als Amtssachverständige für Abfall- und Deponietechnik beim Land Steiermark zuständig. Ich arbeite mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen in den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Das sind Juristen, Naturwissenschaftler, Technikerinnen. Und hier auf einer gleichen Grundlage zu sprechen und zu arbeiten, ist wirklich sehr toll, ist auch vereinfacht das Ganze. Und beim Fachvokabular steigen wir wahrscheinlich gegenseitig aus, aber die Basis ist gelegt und das verdanke ich sicher der interdisziplinären Ausbildung. Wenn ich auf mein Studium zurückblicke, also mir war es wirklich wichtig, dass man sich wirklich die Fachbereiche, die einen interessieren, auch hernehmen hat können. Nicht im Sinne von, ich nehme das Einfachste, sondern wirklich im Sinne von, ich nehme das, was mich interessiert, wo ich auch eine Zukunft drin sehe. Bei uns selbst, also die letzten zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir aufgenommen haben, kommen ja von der Urbi-Fakultät und die bringen genau diese Fähigkeiten, also Selbstmanagement, eigenständiges Arbeiten und vernetzt sein, interdisziplinäres Denken, das bringt es mit. Und für uns ist ein absoluter Glücksfall, dass es sowas gibt. Das, was ich wirklich bis heute und immer brauchen kann, ist einfach dieses strukturierte Denken und Arbeiten. Dieses wissenschaftliche Arbeiten, sich wirklich einem Problem zu nähern, zu sagen und zu schauen, was ist der Kern oder welche These gibt es, was gibt es dazu für Literatur, was gibt es für Möglichkeiten, dass eben dieses diese Fragestellung, die man hat, wie kann ich das erarbeiten, wo gibt es eben Personen, die ich dazu interviewen kann, etc. Also dieses wirklich strukturierte Arbeiten in die Tiefe gehen, das habe ich natürlich gelernt und bis heute auch gut anwenden können.
Gesellschaftlich relevant und innovativ. Das sind Attribute, die die Urbi-Fakultät auszeichnen. Es ist ja in den letzten Jahren gelungen, ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Die Studien sind attraktiv und stark nachgefragt und die Themen schlagen eine Brücke in die Gesellschaft. Meine herzliche Gratulation zum Jubiläum und weiterhin viel Begeisterung, Engagement und Erfolg für die nächste Dekade. Musik.